So, hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge. Let's play. Explain. Wir stehen heute in Luxemburg und schauen dieser wunderschönen 7478 dabei zu, wie sie ihre Cargo Doors auftut. Unter anderem auch ihres Mu. Genau. Also, das sieht jetzt wirklich aus, als würde sie gut schämisch lachen. Genau. Es ist 7478 von SSG. Und mit diesem Flugzeug hier fliegen wir heute nach London Stansted. Ganz genau. Und der Flieger ist eigentlich nicht mehr ganz cold and dark. Die Batterie ist eingeschaltet und die Ground Power ist connected, damit ihr hier das Zeug aufladen könnt, natürlich. Und ich würde sagen, nachdem hier die Animation beendet ist von der Tür da vorne, würde ich sagen, gehen wir ins Cockpit und den Flieger vorbereiten. So, jetzt ist sie beendet. Jetzt wollte ich aber gleich noch geschwind hier hineinschauen. Ja, das ist. Leer. Okay. Genau. Ich würde sagen, wir gehen ins Cockpit. Gut. Genau. Dann würde ich sagen, wir gehen das allererstes ins Overhead-Panel. Ihr wisst ja hier, die SSG 747. Falls ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt anschaut, das ist noch die Version 1, nicht die Version 2. Es ist, glaube ich, die Version 1.9.2, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Gut, dann, wie ich gesagt habe, die Batterie ist eingeschaltet, das hier können wir zutun. Die External Power ist connected. Dann gehen wir hier einfach mal ganz schnell durch. Hier die Electric Engine Control, tun wir alle auf Normal, weil sonst haben wir eine Fehlermeldung. Dann relativ wichtig sind die IRS, wobei jetzt hier in diesem Flugzeug haben wir auch gemerkt, die IRS funktionieren noch ohne, dass man sie einschaltet. Dann tun wir hier den Utility Pass an, Standby Power auf Auto. Die ganzen Bus-Ties tun wir auf Auto. Generators tun ich mal an. Beziehungsweise, ja, die können wir anlassen, obwohl die eben noch nicht laufen, das ist schon in Ordnung. Dann da hier Hydraulic Pumps alle auf Auto. Und die da hier tun wir auch mal anlassen, die Engine Hydraulic Pumps. Das hier sind Lichter, die brauchen wir eigentlich nicht im Moment. Dann gehen wir hier mal durch. Ich tue hier mal sämtliche Treibstoffpumpen anlassen, weil es ist so, dass wenn ihr den Flieger mit Treibstoff beladet, dann tut er eigentlich auch sämtliche Treibstofftank ein bisschen beladen. Also, oder Center Tank, der wird aber dann auch als erster wieder leer sein. Dann natürlich hier auch noch die Fuel Crossfeeds auftun. Genau. Dann haben wir hier Anti-Ice, Engine Anti-Ice und was ist das? Wing Anti-Ice? Ist eine gute Frage. Wollen wir das auf Off-Laden oder auf Auto? Ich würde sagen, wir tun es auf Off-Laden. Window Heat aber können wir auf Auto tun, beziehungsweise auf On. He? Genau. Genau, das ist gut. Dann können wir hier durchgehen. Den Jaw-Dämpfer kann man, glaube ich, jetzt schon aktivieren. Ja. Eigentlich meiner Meinung nach dürfte erst funktionieren, wegen wie Hydraulikdruck da ist. Genau, dann hier können wir sicher mal die Crossfeeds auftun. Die Packs tun jetzt noch ausgeschaltet lassen, genauso wie die Engine Bleeds. Die APU Bleed müssen wir dann schauen, sobald die APU läuft, dass der offen ist, sonst kann ich die Triebwerke nicht starten. Dann können wir ganz sicher, das muss ich immer überlegen bei der Boeing, Beacon Light, nein, Navlights, genau, die brauchen wir. Positionslichter. Gut, dann können wir eigentlich wieder gerade her sitzen. Dann würde ich mal schauen, wie wir den Flieger beladen. Das da hier ist das Menü, das ihr habt mit den Türen. Dann würde ich sagen, wir gehen das allererstes hier zum. Es geht schnell schauen, das ist das Volume-Menü, dort wollte ich nicht her. Das ist der Tow bzw. der Pushback-Assistent. Dann habt ihr hier so Payload-Presets, die ihr könnt wählen.
Bei der Passagierversion ist das so, wenn ihr hier auf 90 oder 100% geht, dann ja, ist das eigentlich die theoretische ja, Maximalbeladung vom Flüger. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim Cargo-Flüger ist. Weil beim Passagierflüger ist es so, dass er dann irgendwie über 400 Passagiere hat. Und ja, die meisten Airlines haben nur so eine, ich sage jetzt mal, so eine Konfiguration mit um die 350 Passagiere. Bei Lufthansa weiß ich jetzt das gerade. Darum weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wir machen ihn heute relativ schwer machen, weil wir das Flugzeug mal so ein bisschen schwer erleben, obwohl wir nicht wirklich viel Treibstoff haben für bis nach London Stansted. Darum tue ich ihn jetzt mal auf 90 Prozent beladen. Das wäre 120. Ja, 120 Kilo. Wahrscheinlich 120 Tonnen Payload. Dann tue ich hier mal Load Aircraft machen. Dann tun wir hier kurz warten. Dann müssen wir nachher hier beim Fuel Load, der hat hier so einen Fuel Planner eingebaut, einen eigenen, wo ihr nachher könnt, mit Hilfe vom FMS tut er das eben vorrechnen. Dann gebt ihr einfach noch eine gewisse Reserve rein. Keine Ahnung, so 10, 15 Tonnen oder so, und dann funktioniert das. Das werden wir heute verwenden. Genau. Dann würde ich sagen, wir gehen in das wunderschöne FMS. Genau. Ich glaube, es ist das XFMC oder so etwas, heisst, was sie hier integriert haben. Also, soweit ich weiß, ist das nicht eine Eigenentwicklung von SSG, sondern etwas, was sie eingekauft haben. Ja, ich tue da wieder nicht ganz so fundiertes Halbwissen verbreiten, aber ja, genau. Gehen wir zum Position Init. Reference Airport ist natürlich der ELLX. Genau. Das ist gut so. Dann gehen wir zu der Route. Dann Destination Airport ist EGSS. So, dann müsst ihr hier auf Next Page und dann können wir hier die Route eingeben. Dann haben wir einen DIK Departure. Dann gehen wir über die UM. UM 624 zu der BUB. UL 608. Summum. Genau. Nachher ist es L608. Nach Logan. Logan, das ist unsere Route. Die Route hat eine Länge von 275 Meilen. Was habe ich falsch eingegeben? Logan, genau. Logan. Die Route hat eine Länge von, wie ich gesagt habe, genau 275 Meilen ohne Sitz und Stars. Genau. Ja, er hat sie eingegeben. Dann schaue ich schnell, wie hier in Luxemburg das Wetter ist. 0609 Knoten. Das heisst, wir gehen von der 06. Ja, das passt ja. dann gehen wir hier zu der Departure 06 und nachher gibt es da eine DIC Departure, nämlich die DIC for Tango. Ja, das stimmt sogar hier. Ja, dann von mir aus die DIC Transition die wir auch noch gerade anhängen und die wir executen. Jetzt ist das so bei diesem Flugzeug, ich weiß nicht, warum das so ist. Laut mir ein Chart hier, wie soll ich sagen, schaut mir den Chart, müsste der Waypoint da hier eigentlich hier vor dran sein. Ich weiß jetzt nicht, warum das da hier verschoben ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist das so einfach das Flugzeug. Das weiteres Feature, das der Flüger übrigens kann, ist das da hier. Das ist schon cool. Der hat so eine Art Ground Map. Das ist cool.
Anyway, das funktioniert schon. Das ist jetzt einfach hier ein Darstellungsproblem. Es kann auch sein, dass das der. No, sag's noch. Anyway, ist einfach das Darstellungsproblem. Nicht so tragisch. Gehen wir lieber mal zu der Arrival-Route. Die wird ein bisschen stressiger zum Eingeben. Muss schnell schauen. EG, SS. Instance, dort haben wir ein Variable at 6. Genau. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu der Lex-Page. Dann gehen wir hier schnell auf den Plan-Modus. Genau, dann gehen wir hier mal schnell auf Next-Page. Und dann versuchen wir hier doch den Logan-Waypoint, den letzten Waypoint, anzuvisieren. Und dann schaue ich mal, ob es hier irgendwelche Logans da gibt. Ja, es gibt so ein paar Transitions via Logan. Genau. Und schauen wir schnell, was es hier für Approaches gibt. Von mir aus gesehen würde sich die Runway 22 eignen. ILS Runway 22. Ja, ILS Runway 22. Dann können wir einen relativ direkten Einflug machen sogar. Müssen wir nicht noch um den Flughafen rumfliegen. Dann würde ich sagen, geben wir das mal so ein. Nicht Lex Page. Ja, sorry. Jetzt tun wir noch einmal, dass es der schön aussieht. Wir können es auch so lassen. Gehen wir zu der Departure Arrival, EGSS. Dann machen wir ILS 22. Logan 1 Alpha hätte ich mir jetzt überlegt. Und mit Abort Transition. Da ist irgendetwas kaputt. Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Waypoint drin, wo spezifiziert ist. Das ist eine Discontinuity. Okay. Ja, dann machen wir folgendes: Dann tun wir die einfach Abort rein. Und tun wir mal exekuten. Dann tue ich mal ein bisschen reinzoomen, um zu schauen, wie das aussieht. Dann Logan, Abbot, ja. Moment, schnell. Also irgendwie die Kurve da hier dünkt mir schon sehr nöch am Flughafen. F22, 2500 Fuß, 5,5 Meilen. 6,6 Meilen. Okay, es ist vielleicht weniger nöch, als man meint. Ja, dann. Okay, das ist einfach ein Darstellungsproblem hier. Ja. Ist halt nicht so schön dargestellt wie ein anderes Flugzeug. Anyway, dann sind wir, glaube ich, nachher. Mit unserer Flugplanung. Oh, Unable Cruise Altitude. Zumindest mit der Routenplanung. Wir müssen jetzt ganz klar noch zu der Performance-Page. Reserves. Ich will mehr als genügend Reserves haben. Ich will 20 Tonnen Reserves haben. Weil ich traue dem Fuel Planner nicht. Genau, schau, jetzt hat er da hier einen. Wir müssen zuerst noch den Rest eingeben, bevor er etwas ausrechnet, ganz genau. Und zwar will ich auf 3 No-No, das. Nein, Moment, ich gebe es zuerst anders ein. Wir machen Flight. Nicht Zero Fuel. Wir machen Cost Index 55. Wir machen Cruise Level 300. Und Zero Fuel Weight. Genau, da muss ich drauf drücken, dann würde er das ausrechnen. Jetzt habe ich hier eine Berechnung. Genau. Jetzt kann ich Load Fuel drücken und er wird mir auf 31,1 auffüllen. Genau, das heisst, wir haben ein Trip Fuel von 11 Tonnen. Genau, und haben 20 Reserven. Ja, in dem Fall. Ja, das kann ich nicht beurteilen, ob das realistisch stimmt von der 7478. Also, dann sind wir nachher. Ich drücke hier mal zur Sicherheit Execute.
Hier, Cruise CG, da könnt ihr nicht drücken, da passiert genau nichts. Thrust Limitations, Invalidentry, ich würde sagen, wir machen einen Decelerated Takeoff, aber dafür so, ich mache es immer so mit dem Accelerated Climb, ja, ich habe relativ viel gefühlt. Ich wollte mal schauen, wie das Ding steigt. Und mal schauen, wie sieht es aus. TC, TD ist relativ nahe beieinander, ihr seht das. Ja, das wird schon gehen. Genau. Ich drücke hier mal zur Sicherheit Execute drücken. Bei den Boeings müsst ihr das eigentlich auch nichts machen, so wie ich das im Kopf habe. Aber ich weiß nicht, wie das bei dieser Umsetzung da hier ist. Dann Flaps. Flaps wird so sein. Ich hätte jetzt gesagt Flaps 10. Ja. Ich glaube, das ist das Mindeste, was ihr müsst haben. Okay. Relativ hohe V-Speeds, genau. Und Trim 7,5. Das heißt, wir da mal trimmen. Ah, 7,5 ist schon eingetrimmt. Das ist, glaube ich, Mitte. Nehmen wir das mal hier 3. Von der Runway 06, ganz genau. Ja, dann sind wir eigentlich nachher. Gut, dann können wir die APU starten. Und wir können ja auch noch geschwind hier Better Pushback vorplanen. Machen wir geschwind so. Bodenlandbrücke, der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Und mich jetzt interessiert, jetzt sind wir ja beladen. Haben Sie daran gedacht, dass man jetzt davor etwas eingefüllt hat? Ja, tatsächlich, schau mal. Das ist wirklich Attention to Detail. Wir haben jetzt Zeug eingefüllt. Vorher waren wir noch leer gewesen. Echt cool. Hier mal loslösen. Cool, sehen wir es von der Seite auch noch hier mit dieser. Jetzt wollte ich schnell schauen, tun wir da mal schnell rein. Jetzt muss ich die Kamera drehen. Ja, tatsächlich, auch da sind wir im Flieger drinnen. Sehr schön, jetzt haben wir da Bullshit eingeladen. Gut, also, ich würde sagen, wir gehen wieder in das Cockpit rein. Die APU läuft, dann tun wir die APU connecten. APU bleibt an und dann würde ich sagen, wir tun doch gerade noch geschwind hier die Türen zu und tun hier wo haben wir es? Pushback starten. Bodenlandbrücke, der Schlepper bringt sich in Position. Merci vielmals. Er kommt er schon, während dem das Türen noch zugeben. Was wir hier noch schnell können machen können, ist hier V2 bzw. V2 plus 10, wie ich es machen, eingeben. Dann gehe ich hier noch direkt auf 30.000 Fuß. Komm. Bodenlandbrücke. Alle Türen und Luken sind verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Können wir hier mal noch auf No 6 No? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass die schon zu sind, aber. Dann machen wir mal. Sie sind erst gerade am Zugehen. Und da ist noch der Fuel Truck connected, aber der wird verschwinden, sobald wir den Parkbremse lösen. Sehr schön. Schlepper ist verbunden, der Bypass-Pin ist gesetzt. Bitte lösen Sie die Parkbremse.
Akkubremse gelöst. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Vielen Dank. Gut. Genau, wir haben ja hier keine Autostart drin. Dann tue ich hier schnell die Achse resetten. Und dann würde ich einfach schnell zuerst die beiden äußern, wie ich das mache, mit fundiertem Wissen starten. Genau. So. Ihr könnt ja in der 747 zwei Triebwerke auf eine starten. Sie hat genügend Power. Also, wir haben bereits über 20%. N2, das heisst, Triebwerke können schon starten. Sehr schön. Gut, die beiden Triebwerke sind glaube ich schon gestartet. Dann können wir hier mit den beiden inneren weiterfahren. Bleibt's können wir auch noch rauslassen. Ah, so, dann können wir hier Treibstoff hinzufügen. Beide Triebwerke kommen. Hier im Cockpit hat er ja eigentlich absolut kein Triebwerksound. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, das ist auch realistisch, weil im Cockpit hört man normalerweise, glaube ich, wirklich nicht viel vom Triebwerk. Aber schade. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Okay, okay. Pünktlich zum Triebwerkstart. Einen kleinen Moment bitte. Gut, dann ist der Triebwerkstart abgeschlossen. Das heisst, wir können hier schnell hierher. Dann tun wir APU Bleed ausschalten und die Engine Bleeds ala und die Packs ala. Das weitere Air Conditioning Panel sieht gut aus. Logo-Light können wir anlassen, Wing-Light können wir anlassen. Das Beacon-Light hätten wir noch anlassen. Merci vielmal. Dann können wir sicher noch Taxi-Lights anlassen. Sehr schön. Gut, dann sind wir eigentlich nachher. Ich tue jetzt hier NTI ist auch mal auf Auto, nur für den Fall. Weil ich nicht genau weiss, wie wir das verwenden. Darum tue ich es jetzt auf Auto. Genau. So, vielen Dank, er ist losgefahren. Das heisst, wir können losfahren. Wir haben einen FMC-Message, sagt er. Wird aber gleich nichts angezeigt, darum fahren wir jetzt gleich los. Also wir müssen jetzt zu der Landebahn 6 fahren. Das heisst, wir müssen das ganze, ans andere Ende von der Bahn fahren. Ja, ja. Das funktioniert schon. Oh, ist in der Kurve wieder. Merkt ihr das?
Ui, ui, ui. Wackel, wackel. Geht es übrigens bergauf. Was ihr hier jetzt so merkt, das war auch der Grund, warum dass ich no FPM geschafft habe bei der Landung. Ja, die Landebahn ist bergauf gegangen, das heisst, ich habe wahrscheinlich tatsächlich no FPM gehabt während dem Aufsetzen. Aber weil die Bahn bergauf gegangen ist, sind wir halt aufgesetzt, ganz normal. Versteht, was ich meine. So, jetzt ist dort so eine blöde ATR, die uns entgegenfährt. Ich sage, der gehen wir mal ein bisschen aus dem Weg. Sie hat eigentlich mehr Angst haben vor uns. Jetzt merkt ihr hier den Slope. Seht ihr ihn? Wie es hier bergauf geht, da der Slope. Naja, man sieht ihn. Wow, nicht ins Gras. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Der Runway Slope. Gehen wir wieder ins Cockpit. Übrigens, sie rasen heute gar nicht. 26 Knoten habe ich momentan drauf. Sagen ich und habe 32 drauf jetzt. 30, das ist wieder gut. So, jetzt merkt man tatsächlich auch, der Taxiway geht jetzt so bergab. Ich glaube, jetzt muss ich bremsen, damit wir die Geschwindigkeit beibehalten. Sonst werden wir schneller. Können wir hier ganz effizient zu der Bahn rollen. Ja, ihr seht, 31, 30. Da müssen wir wieder ein bisschen bremsen. Tatsächlich. Es ist nur minimal, aber doch genug, was hier bergab geht. Ah, jetzt haben wir schon 35. Aber eben, wie gesagt, ich gebe kein Gas. Das ist rein der Hügel, wo wir jetzt hier runterfahren. Gut, dann halten wir den vorne schnell an und den Flüger vorbereitet für den Start. So, tun wir hier schnell anhalten. Dann tun wir hier schnell den Transponder anlassen mit unserem wunderschönen Squawk 7500. TARA, genau. Sorry, das sind die falschen Licht. Tun wir hier Landing Lights on und natürlich die Strobe Lights on. Dann können wir eigentlich Debut Generator abstellen und Debut selber ebenfalls auch noch. Dann können wir hier mal ein bisschen rauszoomen, dass wir die Route sehen. Sagen etwa so. Und LNAV und VNAV-Arme, genauso wie der Autotrottel.
Und wo ist der Glock? Das ist kein Knopf. Wo ist die Uhr? Wo ist die Uhr in diesem Flieger? Oh oh. Okay, das ist der Toga-Button. Ich habe ihn gefunden. Oder Throttle Disconnect. Gut, ja, anyway. Ja, Bremse mal gelöst. Ich würde sagen, wir rollen auf. Glaube, da kommt nichts entgegen momentan. Config Gear, ja natürlich. Das Gear ist Stunde. Was hast du denn auf das Problem? Was wir sicher nachher machen, ist hier auf RTO. Speedbrakes sind gearmt. Sind wir eigentlich nachher? Ja, heute hat man auch ohne Chronometer. Config Gear. Ich weiß nicht, was das Problem ist, ehrlich gesagt. Tun wir halt hier mal noch schnell so machen. Ja, dann haben wir jetzt Takeoff Power, Config Gear. So, Takeoff Power Set. Speed is increasing. So, da haben wir 80 Knots. Ist jetzt ein bisschen chaotisch gewesen. 100. Die Bäche sind stabil. Das ist V1. Rotate. So. Gear ab. Jetzt müssen wir hier direkt die Kurven anfahren. Er geht hier direkt in Climb-Modus. Das heisst, wir steigen nicht mehr allzu stark. Fliegen fürs erste noch manuell. Was hat er hier? Fuel Low Center. Ja, ja, kein Problem. Gut, dann haben wir hier schon mal Speed gecheckt. Flaps 5. Flaps 1, Speed checked. Und ich würde sagen, Flaps ab. Sehr schön. Gut, was wir jetzt direkt hier noch machen, ist, wir gehen hier ins RTI, nein, falsch, ins Lex Page. Und das hier tue ich jetzt sicher nicht ausfliegen. Was wir machen, ist folgendes. Fliegen übrigens immer noch manuell. Machen hier dick, gehen zum DIK Waypoint, execute, machen es direkt to und machen eine Kurve. Ja. Sehr schön. Gut, so, und ich würde sagen, jetzt übergebe ich am Autopilot. Vielen Dank, liebes Flugzeug. Die Flaps sind oben, das Fahrwerk ist drinnen, das heisst, wir können direkt auch noch hier. Die Lichter ausschalten. Dann schauen wir noch schnell von außen. Sehr schön. Sieht doch gut aus. Sie hier wacker am Steigen.
wunderschön. 2700 Fuß. Ja, wir haben es zurück auf die Route geschafft. Ich wollte jetzt gleich noch schnell schauen, wo ist denn hier der Flughafen? Ah, da hinten. Jetzt sehe ich ihn. Vorhin nicht gesehen. Sehr schön. Wir haben den Caution immer noch Low Fuel Center. Das heisst, wir hier mal einfach Treibstoffpumpen ausschalten, dann ist das weg. Speedbrake können wir disarmen. Oh, dann sind wir eigentlich ready. Ah, dann sind wir hier auch schon über 10.000 Fuß. Entschuldigung, Barometer Standard und ich hätte ihn gerne auf HPA, genau. Dann sind wir auch schon über 10.000 Fuß, das heisst, wir können die Landelichter ausschalten. Sehr schön, also jetzt wird er beschleunigen, der Flüger. Ja, genau. Macht das sehr behutsam, wie er jetzt hier die Steigraten unterbricht zum Beschleunigen. Wunderschön. So, dann müssen wir doch schnell schauen. Gut, also. Ja, ich denke, das kommt relativ gut hier. Übrigens, was ich noch vergessen habe zu sagen, wenn wir mit diesem Flugzeug da hier fliegen, mit den grösseren Flügern habe ich ja umso grössere Performance-Probleme mit der 747 besonders. Das heisst, wir haben heute wieder eine Standardwetter und kein SkyMax Pro. Ihr habt es ja gesehen, unter anderem auch im letzten Flug mit der Zibo. Massive Performance-Probleme auf Reiseflughöhe, wenn Wolken dargestellt werden. Darum habe ich mich jetzt mal entschieden, so ein bisschen Standardwetter wieder zu zeigen. Weil, ist ja auch mal schön anzuschauen, sage ich jetzt mal. Weil, es sieht ja auch nicht so schlecht aus, finde ich, von dem her. Und so ein bisschen switchen am Wechseln ist doch auch mal nicht schlecht. Genau. Jetzt hier in diesem Flüger ist das so, ab 10.000 Fuß mache ich ja normalerweise so eine Kabinentour. Hier ist das so, der Flüger hat keine Kabine, ich glaube, man kann nicht einmal durchschweben. He? Ja. Genau, also ihr seht hier, man kann so ein bisschen durchglitschen, aber mehr nicht. Ist ein bisschen schade, wobei wir haben es ja vorhin gesehen in der Russenansicht und viel sieht man da nicht. Man könnte theoretisch in deren Ansicht da hier vielleicht etwas schauen, nein auch nicht, ja. Schade. Gut, ja, also wir sind hier auf das Cockpit gebunden in diesem Flüger. Ja. Keine Kabine, keine gar nichts. Und nicht in der Passagierversion. Vielleicht auch in der Version V2. Ist ja, glaube ich, in Entwicklung, wenn ich das richtig gehört habe. Bin da zwar jetzt auch gar nicht informiert darüber. Aber ja. Vor allem auch nicht, wenn das rauskommt. Wie ihr ja wisst, bei diesen Add-ons Entwicklungstour ist amix sehr lang. Und ja, ist halt einfach so.
Ethernet-Port. Okay. Ja, denn. Ethernet-Port ist ja der RJ45-Port. Wahrscheinlich kann man dort irgendetwas auslesen vom Flugzeug, kann ich jetzt einfach mal davon aus. Wird, der Port wird ja normalerweise nicht nur für Internet-Anwendungen gebraucht, sondern einfach auch als Übertragungsschnittstelle. Manchmal schon als Serielle-Port-Emulation, whatever. Genau. Das ist ja so. Was mich jetzt interessiert in dieser Progress-Page, die funktioniert sogar. Sie geht auch nicht kaputt, wenn man hier hin und her drückt. EGSS 19 Tonnen, wenn wir ankommen. Ah, sehr gut. Ha, erstaunlich. Funktioniert sogar, ne? So. Genau. Also ich muss jetzt sagen, die Woche hier sieht es auch nicht so schlecht aus. Ja? Hat das Ding eigentlich ein Wetterradar? Das wäre jetzt noch... Seitbelts auf Auto, hä? Die Fracht soll sich lieber anschnallen. WXR, zeigen wir mal. Terrain, was kommt jetzt da? Auch nichts, hätten wir vielleicht Bodennähe sollen anlassen. Wir haben eh nicht so interessantes Wetter. Ja. Aber Stansted ist immer noch. Stansted hat sich das Wetter gewechselt. 1305 Knoten. Wir gehen ja jetzt auf die Landebahn 22. Das heisst, wir müssen eigentlich wechseln. Ja, aber komm, mit 5 Knoten. Das tun wir jetzt nicht mehr wechseln. Ja, ja. Ich würde sagen, dass der Rückenwind, den nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. ist auf jeden Fall interessant, hä? Mit Rückenwind zu landen. Ich weiß nicht, wie das Flugzeug hier reagiert. Was ich einfach weiß, ist, dass SSG-Flüger sehr, sehr empfindlich sind auf Wind. wenn wir uns da erinnern an die Embraer 170 in London City, das war ja auch nicht so ein krasser Wind gewesen, aber das ist ja echt krass gewesen. Übrigens, ich bin vor kurzem in London City gewesen, oder in London allgemein zum ersten Mal und bin in London City gelandet mit der C-Series, also mit dem A220-100 von der Swiss und bin ganz erstaunt gewesen. Vom steilen Anflug hat man eigentlich nichts gemerkt. Die Landung war einfach hart gewesen. Und das Bremsmanöver hat alles, was ich bisher kennt habe, von Bern in Schatten gestellt. Ich habe Video davon gemacht. Ich versuche das noch zusammenzutragen und nachher zu schneiden. Wenn ich Zeit dazu finde. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen, aber eben vom steilen Anflug hat man eigentlich gar nichts gemerkt. Also wirklich nichts. Also nicht irgendwie, dass er steil runter ist oder so. Oder dass er irgendwie abbremst hat, weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich mit der CRJ von München aus in Basel gelandet bin. Das hat sich viel extremer angefühlt, der Anflug in Basel, weil da sind wir irgendwie extrem schnell angeflogen und nachher hat er Speedbrakes rausgelassen und nachher hat er Speedbrakes rausgelassen, während er Flaps rausgelassen hat. Und nachher haben wir ständig so ein Floating gehabt und
Ja, das hat sich grossartig angefühlt. Wie eine Achterbahnfahrt im ILS. Aber hier in London City, der Anflug absolut nichts gespürt. Nichts. Man ist einfach gesunken. Ja, und nachher ist man einfach auf die Landebahn geprätscht. Und nachher hat er bremset wie ein Tier. Full Reverse, ganz verreckt. Und da ist man gestanden. Und ist nicht in einen Hangar reingeprätscht. Und ja. Wie nicht. Aber was auch noch war, ist die C-Series. Ist ein sehr komfortables Flugzeug, muss ich schon sagen. Muss man echt sagen. Grosse Fenster, leislig. Was sie einfach hat, die hat so beim Triebwerk, bei gewissen Drehzahlen, ich weiß nicht warum, hat die so eine Frequenz. So eine Frequenz, die tönt so. Die tönt wie eine sterbende. Wie so eine sterbende Kuh tönt's. Du willst das Geräusch nicht nachmachen, aber ja. Relativ laut auch. Aber sonst stehen sie einfach wie ein Föhn. Hat eigentlich keinen Eigenton, das Triebwerk. Sondern wuh, aber ja. Sehr ein cooles Flugzeug. Sollte mal jemand für irgendeinen Simulator umsetzen, wirklich. Der A220. Mit wo an der Einstiegsliste C-Series steht. So, wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht, 30'000 Fuß. Ich würde sagen, wir schauen doch noch einmal geschwind von außen. Viele Flug haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. He? Da unten sehen wir irgendeinen Flughafen, ich weiß nicht, was das für einen ist. Ja, irgendwie geht das so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Die Orientierung verloren von lauter Reden. Schauen wir hier schnell, tun wir ein bisschen reinzoomen. EBBR, Brüssel! Okay, das ist Brüssel. Cool. Ja, das ist meine schöne Szenerie, hä? Du siehst. Ja, auf jeden Fall, hä? Können wir schnell anhalten. Ja, definitiv. Das ist Lebensszenerie von Brüssel. Wunderschön. Sehr gut aus. Ja, sieht schon noch schön aus. Der Flüger. Da gehen wir wieder rein. Die werden dann sehen beim Heflug. Aber beim Heflug auf London City bin ich in der wunderschönen Bonzen-Klasse geflogen, in der Business-Klasse tatsächlich sogar. 60 Franken war der Aufpreis.
Von dem her würde ich sagen, hat sich's gelohnt. He? Ja, das war cool. Das Essen hat es gegeben. So ein Lachsmus, also Lachsparfait oder so etwas. Mit so ein Lachsmus mit so komischem Salat. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Und so ein Dessert. Vanille. Basler Leckerli. Brönti Creme Dingsbums. Das war noch gut. Ja, auf jeden Fall. Was ich aber schön finde hier am Standardwetter, im Gegensatz eben zum SkyMax Pro, ist, dass die Wolken wirklich mal für eine Zeit da bleiben. Weil SkyMax Pro, ich weiß nicht, ob ich ohne das aktuellste Update habe mit SkyMax Pro, ich weiß nicht, warum tut sich das bei mir irgendwie alle Minuten oder so, ein paar Minuten aktualisieren, oder habe ich wieder neue Wolken, oder dann ploppen sie einfach weg. Und hier beim Standardwetter, die Wolkenformation, die bleibt jetzt einfach mal eine Zeit und dann fliegt man schön da durch. Sage ich. Und es ploppt gut ein... Ja, oder jetzt tut... Nein, das glaubst du jetzt einfach nicht, oder? Tut man mal das Standardwetter loben, für dass es mal ein bisschen statisch bleibt und in dem Moment plopp und wir haben gottverdammte Bewölkung überall um uns herum. Hey, das kannst du jetzt wirklich nicht ausdenken. Das ist ja so wie das letzte Mal, wo so eine Gewitterwolke einfach weggeploppt ist. Hier, nein, das gibt's ja nicht. Ja, jetzt sind wir hier einfach im Dunst drin. Das ist jetzt wirklich der Wahnsinn, oder? Das glaubst du nicht. Ach, X-Plane, du bist super. Vielleicht muss man die Wetteraktualisierung von 15 auf 30 Minuten erhöhen, dann vielleicht bringt das etwas. Oder auf statisch. Ja. Ido. Jetzt sind wir aber hier wirklich gerade im Nebel drin. Das war jetzt aber zu bezweifeln. Da. Zack, jetzt sind wir wieder draußen. Nichts war gewesen. Perfekt. So, vor uns haben wir den Ärmelkanal. Sehr schön. Ja. X-Plane. Aber immerhin ist die eine Wolke da hier ist noch da. Die wir gerade umflogen haben, oder? Die ist immer noch da. Ja, die ist noch da. So. Die ist nicht weggeploppt. Genau. So, davor ist der Top of the Send. Ein bisschen mehr als 20 Meilen. Ich glaube, wir sinken direkt auf 2500, wenn ich es richtig sehe. Das heisst, ich gebe das direkt ein. Wir fliegen ja ohne ATC, darum... Genau. Ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst bei diesem Flugzeug manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal funktioniert das mit dem Deceleration-Punkt. Beziehungsweise mit dem... wie soll ich sagen, mit dem Flaps rauslassen und dem automatischen Abbremsen vom Flugzeug. Manchmal nicht, dann müsst ihr es manuell machen. Das ist so ein Poker manchmal. Wichtig ist auch, dass das bei diesem Flugzeug, ich sage jetzt mal, rechtzeitig gemacht. Also ihr müsst jetzt auch nicht übertrieben früh machen, aber schon rechtzeitig. Weil, was ihr einfach euch müsst überlegen müsst, ist, das Flugzeug ist nicht besonders wendig. Es ist relativ gross und das ist halt etwas, was man sich überlegen muss.
Genau. Gut. Was man nachher direkt eigentlich noch schauen könnte vor dem Top of Descent ist, ob er begriffen hat, was unsere ILS-Bahn ist. Manchmal begreift er das, manchmal nicht. Nämlich, der hat auch so eine Radio Navigation Page wie ein Airbus. Und ja, normalerweise begreift er es. Manchmal ist schon der Trick, einfach ein bisschen später zu schauen und nicht genug, ja, und einfach ein bisschen zu warten. Aber es ist das Richtige, es ist 110,5 und laut Chart ist es 223, aber 222 ist auch in Ordnung. Ihr seht es hier beim ILS, alles in Ordnung. Super. Etwas, was noch ist, ich muss jetzt schauen hier, wie es diesmal funktioniert. Jetzt haben wir gut den auf die Sand Path intercepted. Wir sind noch über dem Ärmelkanal, so wie es aussieht. Ja, genau. Sieht schön aus. Genau. Und unsere Flügel sind immer noch beleuchtet, aber das macht ja nichts. Ist folgendes: Mir ist aufgefallen bei diesem Flugzeug, manchmal, wenn ihr auf eine ILS einbiegen. Und ihr seid noch in Wien anfinden. Die ganze Interception-Geschichte funktioniert manchmal nicht so gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir werden sehen, wie das heute funktioniert. Dann kann es manchmal Sinn machen, dass ihr kurz den Autopilot rausnehmt oder kurz auf Heading-Mode oder irgendetwas macht am Autopilot, sodass einfach das Wien von der LF rauskommt. Und dann merkt er, oh, ja, ILS ist ja da. Und dann funktioniert es dann wieder. Es ist einfach so ein bisschen, ja, müsst einfach ein bisschen Geduld haben mit dem Ding und dann funktioniert es schon. Also, schon in Ordnung. Schon in Ordnung. Genau. Also, ihr seht jetzt da hier, klar, jetzt hier die Woche, ich glaube, das ist ein paar Mal die gleiche Bitmap hier von der Woche, aber die Formation, die es bildet, es sieht nicht so schlecht aus, aber ja, es ist halt einfach die gleiche Bitmap immer wieder. Aber ja. Ich finde es jetzt nicht so hässlich. Und vor allem, es ist performant. Ja. Genau. Das wirkt jetzt schon fast ein bisschen bedrohlich da hier. Hehe. Muss man schon sagen. Wusch, wusch, wusch und schon sind wir drinnen. Schauen wir das mal schnell von außen an. Sehr schön, ja. Oh, ich weiß nicht, ich finde das auch gleich noch cool so. Genau.
Jetzt wollen wir schauen, wie sich das dann entwickelt da hier. Wir haben im Moment noch. Wir sind noch relativ schnell, Ground Speed, True Air Speed. Wir haben im Moment sogar noch einen leichten Rückenwind. Ihr seht es hier, 30 Knoten, nicht allzu viel. 22.000 Fuß noch. Immer noch ist das Wetter aktualisieren, ob sich etwas da hat. Jetzt haben wir schon 7 Knoten Rückenwind. 1-3-0. Okay. Ja, ich würde sagen, wir versuchen uns mal. Ich meine, es kann ja nur interessant werden. Ich meine, ja. Ist ja nach wie vor nur eine Simulation. So. Schauen wir hier mal schnell schauen. Was wir hier sicher noch schnell machen können, ist schauen, was der Barometer ist. Und dann tun wir den einfach mal eingeben. Der ist nämlich 10:28, genau. So, dann hat sich das auf beiden Seiten eingestellt, ich glaube so. Genau. Ja, die sind nicht voneinander getrennt. He? Gut. Ich tue euch ganz kurz alleine, holen wir schnell etwas zu trinken im Moment. Der Flüger ist ja in einer relativ stabilen Fluglage. Sieht relativ bedrohlich aus, wenn man so den Boden nicht sieht. Und bis näher. Im Moment schnell, bin ich wieder da. So, da bin ich ja schon wieder. So schnell das Mikrofon richtig richten, so. Gut, nicht, dass ich es ausstecken beim Absitzen. Genau. Okay, also. Arrival Runway 04. Und wir gehen nicht auf das 04, wir gehen auf das 22. Und das ist mehr Fun. Genau, wir sind offensichtlich aus dem Dunst rausgeflogen, beziehungsweise der Dunst ist auch eher weggeploppt. Die Sonne ist vorgekommen und ja, wir sehen wieder mehr unter uns. Wir sind offensichtlich immer noch über dem Kanal, so wie es aussieht. Und da vorne ist die Küste und wir haben ein bisschen Wolken unter uns. Sehr schön. Wunderschön, ne? Schnell wieder ins Cockpit schauen, wie weit wir rauf sind. 14.000 Fuß. Genau. Sehr schön. Eis 307 Knoten, nach wie vor. Wetterbericht ist ja so, dass die Prognose in den nächsten 3 Stunden
Ah, der Wing soll kehren offensichtlich. Okay. Im Moment ist der Wind aus Südosten, der soll aus Nordost kommen. Okay. In dem Fall. Okay. Ja, mal schauen. Wir sind ja jetzt schon fast da. Ich denke nicht, dass das noch gross wird ändern. Approach-Ref, tun wir das noch schnell eingeben. Flaps 30 ist, glaube ich, das Maximale, gell? Ja, auf jeden Fall, wir nehmen das Maximale. So. Genau, mehr kann ich gar nicht eingeben. Jetzt werden wir denke, 10'000 Fuß erreicht haben. Genau, das heisst, wir können die Landelichter wieder anlassen. Sehr gut. Du jetzt mal das Biplex nicht rauslassen. Dann müsste es eigentlich auch ohne schaffen. Ich schaue, wie gut dass er das kann. Ja, bin mir da nicht so sicher, aber der. Wir gesessen. Ja. Jetzt hat er etwas Ding gemacht. Ja, was hat das Ding gemacht? Wir werden ja kaum eine Cabin Crew haben hier drinnen. Anyway. Na gut, jetzt kommt er unter 10'000 Fuß und wir sind immer noch über 250 Knoten. Das heisst, ich gebe jetzt gleich mal ein bisschen. Speedbrakes. Ah, Flight Detent, ich darf es nicht weiter rauslassen. Schau jetzt, da bin ich doch beim Abflug verwirrt gewesen, dass das ein bisschen näher ist. Aber jetzt sieht es nicht mehr so näher aus. He. Ja. Jetzt schauen wir hier noch schnell auf eine Lexpage. 2500, genau. Hier beim Interception-Punkt. Sehr schön. Airports können wir wieder ausblenden, dann sehen wir ein bisschen mehr. WX-Radar zeigt mir nichts gar nichts an, vielleicht das Terrainradar. Ja, das zeigt mir ein bisschen etwas an. Dann tun wir das jetzt mal auf das umschalten. Was macht eigentlich der Fuel? Wo haben wir den? Ah, 22, ja. Also die Fuel-Berechnung ist relativ genau, he? Von dem Flüger. Ja, das ist noch gut zu wissen. So, Abbot ist der nächste Waypoint. Ihr seht es da hier. Sehr schön. Da vorne ist der Intersection-Punkt. Die Wolkendeckung sieht einfach gut aus.
muss man halt einfach sagen. Im Moment. Gut. Man sollte hier lieber nicht zu viel am Seitenruder machen, sonst überschlägt sich der Flüger. Also, wir haben jetzt hier offensichtlich CLS-Empfänger. Das ist schon mal gut. Das heisst, das Überschalten auf das ILS sollte kein Problem mehr darstellen. Das heisst, ich bin jetzt mal super mutig und du hier direkt Localizer und Glide Slope armen. So, sobald wir dann beim BKY16 vorbei sind, tun wir dann langsam, aber sicher den Flüger Geschwindigkeit verringern. Wobei erst DMI14. Wisst ihr was? Wir fangen jetzt schon an. He? Dann geben wir mal Flaps 1. Das heisst, er geht ab und auf 220 Knoten. Das ist ironisch so. He? Das können wir jetzt eigentlich schon machen. Die MI 14, genau. Das ist schon in Ordnung. Wir nehmen hier mal Autobrakes 1. Speedbrakes tun wir armen. So, wir haben 10 Miles, Flaps 5. Gear down. Das kommt gut. Flaps 10. Flaps 20. Und dann haben wir auch schon Flaps Full, Flaps 30. Genau. So, dann werden wir schauen, ob er das interceptet. Mir tut er jetzt ein bisschen zu früh lenken hier. Hm. Er muss jetzt erst den Localizer intercepten, bevor er den Glide Slope machen kann. Ich hoffe jetzt, er begreift das. Okay, er begreift es nicht. Ja. Doch, jetzt hat er es begriffen. Er nimmt jetzt gleich zuerst den Glide Slope. Easy. Ja, ihr seht. Ja, ja. Es war eine kleine Diskrepanz zwischen ILS und dem RNAV, aber ja, das funktioniert schon. Vorne ist der Flughafen. Das kommt gut. Sehr schön. Wir haben hier englisches Wetter. Passend, hä? Wunderschön. So, nehmen wir mal hier den Autotrottel raus. Und ich würde sagen, ich übernehme den Flüger selber auch manuell und tue ihn auch manuell landen. Also wir haben Seitenwind eher, leicht vom Rücken her, ihr seht es dort auf der Anzeige. Gut, wir uns ein bisschen konzentrieren da drauf. Schauen wir mal, ob wir das herbringen.
Naja, kein Problem. Mhm. Mhm. To under this decision. Continue. Yeah. 50, 40, 30, 20, 10. Da sind wir. 147, das ist doch ganz in Ordnung. Das ist wirklich ganz in Ordnung. So, Reverse is deployed, Auto Brakes. Sehr schön. Ah, das war doch wunderschön, ja? Gut, dann 70 Knots. Diverses Out, Manual Braking. Dann machen wir uns hier von der Bahn weg, weil dort landet etwas und wartet etwas. Ja, 147. Ja, sehr schön. Würde ich sagen, sehr gut. Also, würde ich sagen, wir fahren doch so an ein Cargo Gate. Ich glaube, ich weiß, wo die sind hier. Müsste hier sein, in der Nähe. Genau, dann tun wir hier doch noch schnell Debut anlassen. Genau, und machen uns auf den Weg. So. Trainerradar können wir ausschalten. Dann können wir hier schnell reinzoomen, dass wir hier die Ground Map sehen. Ja, ich glaube hier vorne, in diesem Teil, das ist das Cargo, die Cargo Ramp. Also, was wir sicher können machen, sind hier mal Speedbrakes und Flaps reinlassen und ja, soweit so gut. Dann können wir hier sicher noch die Lichter ausschalten. Die Lichter hier, Taxi Lights können wir anlassen, genau. Dann versuche ich ihn hier noch einigermaßen auf der Spur zu behalten. Strobe Lights aus. Der Transponder off, genau. Das hier ist ein Cargo-Bereich, aber die größeren sind, glaube ich, da vorne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Ja. Müsste hier sein. Für die größeren Flüge. Seht ihr, das ist irgendwie leicht schräg, ich weiß auch nicht warum, aber... naja, ich würde sagen, wir nehmen den da hier. Ja, jetzt habe ich überlenkt. Super, nicht gut. So, genau. Gut, dann tun wir hier Speedbrakes und Cargo Doors open und dann tun wir die Triebwerke ausschalten. Zack, zack, zack.
Und dann würde ich sagen, wir suchen doch noch ein schönes Bild. Und ja, ich würde sagen, sehen wir mal, ob wir da ein schönes Bild finden. Ja, es hat nichts im Hintergrund, he? Nicht so viel los hier. Ich würde sagen, gleich mit dem schönen Bild hier von der wunderschönen Cargolux 747 mit der schämisch lachenden Cargolux 747 verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt noch viel Spaß beim Replay. Hoffen, es hat euch gefallen. Und tschüss. Bis dann. Ciao zusammen.